Viele Patienten haben mir in der Vergangenheit Folgendes berichtet. Sie haben während der Zeit, wo das Sehproblem erstmals entstand, sehr viel Belastung in ihrem persönlichen Leben gehabt, zum Beispiel der Verlust eines geliebten Angehörigen. Da stellt sich die Frage, hat Stress etwas mit dem Sehen zu tun? Nicht nur, dass man gestresst wird durch den Sehverlust, sondern ob möglicherweise Stress sogar eine der Hauptursachen für die Entwicklung dieser Problematik verantwortlich sein könnte. Nun, was passiert während der Stressreaktion im menschlichen Körper? Biologisch passiert Folgendes. Man nimmt einen Reiz in der Umgebung auf und bewertet diesen als bedrohlich oder als nervig oder als ärgerlich. Die Wirkung dieser Angst oder Sorge, die man hat, besteht darin, dass nun das Gehirn Stresshormone ausschüttet, die wiederum im Körper auch entsprechende Stresshormonreaktionen zur Folge haben. Diese stressbedingte Hormonausschüttung führt zu Schädigungen der Blutversorgung und der Fähigkeit von Blutgefäßen ordentlich zu reagieren. Sie können Stresshormone betrachten wie eine Art Umweltverschmutzung Ihres Blutgefäßsystems und Organsystems. Nun, wenn Stresshormone im Körper zirkulieren, können sie alle möglichen Organe negativ beeinflussen, aber insbesondere solche, wo ganz feine Blutgefäße vorhanden sind, die ganz dünn und zierlich sind, wie wir sie etwa im Innenohr finden, im Gleichgewichtsorgan oder auch im Auge und im Gehirn. Nun, diese sind besonders anfällig gegenüber Stress. Nicht akuter Stress, ein einmaliger Stress, sondern diese sind anfällig, wenn Dauerstress passiert. Nun, die Stresshormone können dann zu einer Schwächung der Blutgefäße führen, in dem Sinne, dass die Blutgefäße nicht mehr richtig reagieren und sich öffnen, um das Blut durchzulassen, sondern es kann im Extremfall sogar zu einem sogenannten Spasmus kommen. Das heißt, dass die Blutgefäße komplett dicht machen und es können keine roten Blutkörperchen mehr da durchwandern, die aber wichtig sind, um Sauerstoff zu den Nervenzellen zu transportieren. Wenn also durch lang anhaltenden Stress im persönlichen Leben die Blutgefäßversorgung des Nervensystems nicht funktioniert, dann kann das zur Folge haben, dass Nervenzellen ihren Betrieb einstellen. Es ist eine graduelle Entwicklung über die Zeit hinweg, dass die Nervenzellen, die normalerweise Impulse ins Gehirn schicken, dass diese Nervenzellen anfangen, weniger Impulse zu schicken, weil sie nicht mehr können, sie haben nicht genug Energie oder sogar in eine Art Winterschlaf gehen. Das heißt, sie sind zwar noch am Leben, aber sie funktionieren nicht mehr. Nun, im Extremfall, wenn also auf Dauer über einen längeren Zeitraum zu wenig Sauerstoff und zu wenig Glucose bereitgestellt wird, die beide für den Energiestoffwechsel der Zellen wichtig sind, dann können die Zellen ihre Funktion komplett einstellen und bis zu einem Zustand, wo dann der Zelltod nicht mehr zu verhindern ist. Das ist die schlechte Nachricht. Aber wie jede Medaille hat dies auch eine Kehrseite, denn es gibt auch eine gute Nachricht. Denn da wir wissen, dass Stress auch einen Einfluss hat auf die Entwicklung der Sehbehinderung, ist im Umkehrschluss so, dass wenn Sie gegen den Stress etwas tun, dann können Sie auch die Bedingungen Ihrer Sehleistung verbessern über den Weg, dass dann Zellen wieder aktiviert werden können. Konkret empfehlen wir zur Stressreduktion verschiedene Maßnahmen. Dazu gehören zum Beispiel eine Tiefenmeditation, wie man sie etwa bei der Achtsamkeitsmeditation findet. Sehr wichtig ist auch körperliche Beschäftigung, Ertüchtigung, also durch Sport. Je nach Behinderungsgrad können Sie vielleicht nicht mehr Fahrrad fahren oder draußen spazieren gehen. Dann kann man auch Sportgeräte für zu Hause benutzen. Aber all die, die noch in der frischen Luft draußen aktiv sein können, sollten dies regelmäßig tun. Unsere Empfehlung ist 3-mal pro Woche ca. 45 Minuten. Was auch der Durchblutung hilft und wir unseren Patienten regelmäßig empfehlen, dass sie nach Rücksprache mit ihrem Hausarzt zum Beispiel auch Naturpräparate, Ergänzungspräparate nehmen, wie zum Beispiel Ginkgo Biloba, welches normalerweise für Demenz auch verschrieben wird.
Nun, all dies sind kleine Hinweise, wie Sie Ihren Stresspegel reduzieren können und die Durchblutung verbessern können. Wenn Sie dies beachten und dies regelmäßig tun, dann gibt es gute Chancen, hier auch eine Verbesserung der Sehleistung wieder hinzubekommen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Reaktivierung Ihrer Nervenzellen und bleiben Sie entspannt und gelassen trotz Ihrer Sehbehinderung. Die wird dadurch nicht besser, sondern eher schlechter. Denn hat man Angst, noch weiter blind zu werden, ist das wie ein Teufelskreis und verstärkt die Pathologie noch mehr. Vielen Dank, Ihr Professor Sabel. Tschüss.